Mahlzeit-Buddies und herzlich willkommen bei der dritten Folge im Soft-Modus mit dem Antares. Moin. Und mit mir. Ja. Was haben wir heute vor? Jo, was haben wir heute vor? Wir haben schon ein bisschen was zusammengesammelt. Wir brauchen auf jeden Fall noch Waffen. Ich will unbedingt gucken, dass wir noch irgendwie an Waffen kommen. Schusswaffen. Und ja. Wolltest du noch in der Base ein bisschen was weitermachen oder willst du mitkommen? Ja, also ich will die Base auf jeden Fall erstmal fertig machen. Mhm. Ein paar Kisten aufstellen, weil das gefällt mir nicht. Ja, perfekt. Und schon mal ein bisschen Essen und Trinken herstellen. Ja, super. Dass wir was haben. Perfekt, dass wir versorgt sind, ne? Genau. Ja, gut. Und dann können wir ja nochmal los. Perfekt. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ja, viel Spaß und tschüss. Jo. Dort, du hast die Tür aufgelassen. Entschuldigung. Es dauert ja immer eine Weile, bis ich in der Stadt angekommen bin. Deswegen wollte ich mich auch gleich auf den Weg machen. Darf ich den geschmiedeten, das geschmiedete Eisen nehmen für die Tür? Ja, klar. Wo ist es denn? Wo habe ich es denn hingepackt? Geschmiedetes Eisen? Hallo? Ach, da. So, der rote Sonnenaufgang. Ah, hier ein Stein. So, ich laufe jetzt mal direkt in die zweite Hälfte der Stadt. Da war ich auf jeden Fall noch nicht. So, hier haben wir eine Essenskiste und eine Trinkenkiste, genau neben dem Lagerfeuer. So. Da gibt's doch bestimmt Waffen. Bestimmt. Oh, Geier. Ach, ein Glück habe ich die Pfeile mitgenommen. Essen. So, hier wird auf jeden Fall alles wach gerade in dem Gebäude. Ist auch gut so. Dann kommen da Medis rein. Bin ich gerade am Überlegen, wo ich die Beete hinmache, bevor ich das Dach baue. Ausdauerbalken im Auge behalten. Nee, hier kommen die Medis rein. Das sieht doch nach Master Loot aus. Ah, nicht wirklich. Ah, ich hätte die Lockpicks mitnehmen sollen. Ja. Das ist schon der dritte Tresor, den ich einfach stehen lasse. Nagelpistole, kannst du bestimmt gebrauchen.
Stachel. Munition. Habe ich nicht noch irgendwo? Darf ich mir den Stahlvorschlaghammer nehmen? Ja, klar. Einfach nur, dass ich mich absichern kann. Oh, eine Brille. Tragen. EP. Eine EP-Brille. Habe ich EP-Punkte? Hier, Skill-Punkte. Jo, 8 Stück, oh. 8 Stück? Ja. Ah, glaub, hast du deine Quests erledigt, ne? Ja. Ich gehe mal einen auf Chefkoch. Ja. Autsch. Vom Landleben gehe ich einmal. Ja, perfekt. Was mache ich denn noch? Ich habe noch 6 Punkte. Willst du öfter Holz kloppen an den Bäumen und so, dann könntest du noch auf Bergarbeiter und Hauptader gehen. Also jeweils 1 Punkt wird auf jeden Fall was bringen. Oder weiß nicht, ob du Fahrräder, also Fahrzeuge machen möchtest. Könnte ich natürlich auch machen. Ansonsten Schmiede kann ich, glaube ich, so schon herstellen. Das können wir erstmal. Das brauchen wir erstmal nicht skillen, weil die Schmiede kann ich schon herstellen. Mhm. Das brauchen wir noch am Anfang. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Sonst tob dich aus, wenn dich was direkt anspricht, kannst du das natürlich auch skillen, ne? Mhm. Ich höre eine ganze Menge Zombies. Ich sehe sie nur nicht. Ja, bei mir auch. Scheiße. Kann ich die reparieren? Ja, ich glaube, die sind unter mir. Autsch. Mir fehlt meine Schrotflinte. Ja. Ich versuche schon mein Bestes. Hier wieder raus aus dem Gebäude. Warte mal, da müsste es doch gehen hier. Gehe ich so raus, wie ich reingekommen bin. Ach Mensch. Oh, gibt es hier noch einen Keller? Ja.
Und lass verdammt noch mal meine Tür in Ruhe. Alle raus. Wo willst du hin? Läuft er einfach an mir vorbei? Der ignoriert mich ja total. So. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Würdest du mal runter? Danke. Kann ich wenigstens meine Pfeile wiederholen. Oh, der raged. So, ab in den Keller. Ein Stein wäre cool. Okay, das war jetzt dumm von mir. Was hast du gemacht? Ach, ich war so schön am Dach bauen und dachte mir so, ja, okay, lässt du da mal eine Lücke, weil du musst da oben ja noch ausbessern und mache so die Holzframes wieder ab und auf einmal stürzt alles ab. Oh nein, das ganze Dach? Ja, also ich habe jetzt noch nicht viel gemacht, aber... Ja, da musst du vielleicht so ein paar Zwischenpfeiler in den Raum stellen, ne? Ja. Egal. Oha. Da ist doch bestimmt was hinter. Hier gibt's nichts mehr, ne? Hier gibt's... Oh, eine benutzbare Schmiede steht hier. Autsch. Von allen Seiten. EP, EP. Ich freue mich schon auf Granaten. Granaten? Jo. Dankeschön, dass du mir sagst, dass ich nass bin. Das ist wirklich sehr nett von dir. Du bist nass. Ich war gerade im Wasser. Merkwürdig, warum bin ich nass? Schon Flaschen aufgefüllt, ne? Ja, und durchs Wasser gegangen, um Holz zu sammeln. Ah. Boah, hier vorne ist ein riesengroßes Feld. Ah, das Maisfeld? Ja. Genau. Genau, mit das haben wir hier Bär. Auch. Okay. Das Feld kann warten. Also. Scheiße, der kommt auf mich zu. Kommst du weg? Ja, ja, klar. Aber ich dachte, er dreht wieder um. Scheiße, er dreht nicht um. Yes, meine erste Shotgun-Messiah-Kiste.
Echt? Ja. Ach, das kommt mir doch bekannt vor. Das habe ich schon mal erlebt. Ich wünsche mir Glück. Eine AK. Glück. Yay. Antares kann sich zumindest schon mal verteidigen. Ja. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Lockpicks dabei. 7000, das ist viel. Hier ist noch eine verstärkte Truhe. Ich habe hier einen Eisenvorschlaghammer. Soll ich die aufkloppen? Ja. Ne? Das dauert. Ich glaube, da bin ich schneller, wenn ich einmal zur Base zurücklaufe und die Lockpicks mitnehme. Ne? Ja, das muss ich machen. Ich vergesse es jedes Mal. Wow. Was denn? Ich habe einen Erdbohrer gefunden. Jo. Jo, ich würde sagen, ich komme zurück. So, zweite Wand fertig. Sehr gut. Ich habe 3 Lockpicks gefunden. Dann brauchst du wohl doch nicht zur Base zurückkommen. Ja, wenn die 3 reichen. Schauen wir mal. Probier es auf jeden Fall. Erster zerbrochen, zweiter zerbrochen, dritter zerbrochen. Ich hatte noch einen. Nee. Nee. Oh. Nicht geklappt. Nee. Mist. Ich muss los und muss Holz holen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Verdammt. Nimm die Kettensäge. Na, das ändert ja nichts daran, dass da hinten der Bär ist. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen woanders lang gehen, um Holz zu holen. Aber warte, bevor ich gehe, gehe ich mal ganz kurz. Wo habe ich denn jetzt die Truhe hingestellt? Ich weiß es nicht. Reichen 24 okay, Schuss gegen einen Zombie-Bär? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich habe noch nie einen Zombie-Bär erlegt. Ja, ich probiere es mal.
Oh, hier ist ein Schreier. Oh, oh. Schaffst du ihn? Scheiße. Ich hab halt ein bisschen Schiss, ne? Aber sie läuft weg. Okay. Schon mal gut. Natürlich kommt sie jetzt auf mich zu. Jo, hat gereicht. Wo bist du? Ich habe den Bären erlegt in dieser Baustelle. Ja, dann komm mal bitte kurz. Ach, in der Baustelle. Ja. Ich habe was für dich. Ich komme so. Scheiße, der Schreier kommt auf mich zu. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier gibt es noch jede Menge Knochen. Hole ich einen anderen mal. Okay, jetzt läuft sie wieder weg. Sie läuft zur Base. Jetzt läuft sie wieder auf mich zu. Ich bin auf dem Weg. Jetzt dreht sie wieder um. Was hat die denn? Was ist mit ihr? Ist jetzt auf mich aufmerksam geworden. Kannst dich mal entscheiden. Ich will doch nur Holz holen. Ich erlege die jetzt. Mann, die nervt mich. Ich bin schon am Haus. Jo, das war kein Schreier, es war irgendwas anderes. Achso. Entschuldigung. Aber zum Glück bin ich da gerade weggegangen, da kam gerade noch jemand hinter mir. Oh. Und ich kriege auch noch tot. Komm her. Bist du tot? Okay, er ist tot. So. Gut. Ich laufe dann nochmal. Ist denn gut? Ich laufe dann nochmal in die Stadt, ne? Okay. Viel Spaß. Wohl? Bitte? Nee, ich laufe zum Feld. Wegen dem Bär? Nee. Ich glaube, da gibt's noch Kisten oben in dem Gebäude. Und Fleisch würde es auch geben, eigentlich. Ich guck mal. Bisschen Fleisch mitbringen kann ja auch nicht schaden. Wäre nicht der Huntsman jetzt irgendwas für dich? Könnte ich machen, ja. Ja, wenn du nebenbei unterwegs bist. Ja. Habe ich mir so überlegt. Ich meine, ich werde ja dann auch mit dir unterwegs sein, aber
Du bist ja jetzt noch eher unterwegs wie ich. Jo. Kann ich machen. Wenn du das aber auch machen möchtest, kannst du das natürlich auch machen. Ich klopp mich jetzt nicht drauf. Okay. Schlange, Schlange. Oh Gott. So. So, die Wände sind fertig. Sehr gut. Noch eine Kettensäge. Da ist der Loot, den ich wollte. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich schon wieder in der Base vergessen habe. Die Lockpick. Ja. So, ein Teildach ist auch schon fertig. Ja, ich komme gleich nochmal wieder. Nützt ja nix. Oder soll ich mal ein bisschen Mais mitbringen? Wenn du das möchtest. Also für Maisbrot oder so, das ja. Ist doch für den Anfang eine leicht erstellte Nahrung. Ja. Autsch, jetzt blut ich auch. Oder soll ich mir das erstmal aufsparen? Was denn? Den Mais abzubauen, weil du kannst ja, du hast ja schon, glaube ich, einen Punkt reingeskillt, ne? Dass du mehr abbauen kannst. Also im Landleben habe ich einen Skillpunkt. Landleben. Ja, dass ich halt wegen Beten und so. Ah, vom Land liegen. Sammler, ne? Ernte zwei Gegenstände, ja. Ja, das ist dann besser, wenn du das abbaust, weil du bekommst ja dann immer pro Pflanze. Ist der Bär weg? Ich habe keinen Bär gesehen. Der stand da. Ich lüge nicht. Nee, glaube ich dir. Ey. So. Lockpicks, 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 Lockpicks. Wie kriege ich denn hier das Ding weg? Also hier diese... Das Zeug hier. Hier dieser Lüftungsstrom. Am besten, du kannst natürlich einfach kaputt schlagen, aber ich würde es sehr gerne mit dem Wrench abbauen. Okay, dann lass ich es erstmal stehen. Wir haben mehr gehabt. Wir haben über 50, glaube ich, gehabt. Ist auch wieder eingepackt. 24. Haben wir doch nicht mehr gehabt. Essen, trinken. Gut, 24.
aufpassen, dass ich nicht ins Lagerfeuer renne. Ich kann ja gleich eine Abzugshaube hinbauen. Hm. Das kannst du natürlich machen. Einen kleinen Stein. Ein kleiner Stein. Oh, was war das? Ah. Da. Steinaxt. Einmal Honig. Mache ich denn? Die brauche ich ja gar nicht in die Hand nehmen. So, jetzt mache ich die Kiste auf mit den Lockpicks. 24 Stück habe ich. Ein Jagdgewehr, eine Schrotflinte, noch eine Schrotflinte. Oh, eine Schrotflinte. Mm. Die habe ich dir schon in die Kiste gelegt. Guck mal, da habe ich dir eine Dreier-Schrotflinte und Munition reingelegt. In welche Kiste? Ich glaube, ganz rechts. Aber nur eine doppelläufige leider, ne? Oh, Daris. Das war die Medikiste. Ach so. Nicht schlimm. Bin ich blind? Ja, dann. Ach da. Doppelläufige Schrotflinte. Besser. Besser als nichts, ne? Ja. So, 19 Uhr. Dann kann ich da hinten nochmal reingucken. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Ziehen, brauchen wir. Ach komm, Papier brauchen wir auch. Früher oder später. So, jetzt habe ich endlich mal hier so einen Eisenknüppel. Sehr schön, das gefällt mir. Genau. Autsch, ich brauche mehr Ausdauer. Lag da noch einer? Jo, sehr gut. Oh,
das habe ich schon. Keine Ausdauer. Oh, du hast mir Holz mitgebracht. Jo, ich habe einen Baum gefällt. Du Guter. So viele Taschenlampen, ne? Die brauche ich nicht. So Abzugshaube sitzt. Ja, ein Wrench wäre nicht schlecht. Autsch. Autsch. Die AK auspacken. Ich glaube, das wird sich noch lohnen. Wir haben es kurz vor 9. Okay. Dann muss ich mich beeilen. Oh. Working Stiff Tools. Was habe ich gerade gesagt? Uns fehlt noch Ranch, ne? 3, 2, 1. Schade. Wäre zu schön gewesen. Das wäre es wirklich. Oh, das war die falsche Kiste. Puh. Jetzt sortiere ich schon falsch. So, das macht mir jetzt schon Gedanken. Jetzt. So, und dann sehe ich zu, dass ich nach Hause komme. Voll beladen. Ich auch. Ich bin nur in der Base und ich bin überladen. Jo, Tagesziel auf jeden Fall erreicht. Ich habe Waffen gefunden. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht die Schmiede machen, ein bisschen Material rankriegen, so dass wir dann an Fahrzeuge schon kommen, oder? Ja. Das wäre doch was. Wäre nicht schlecht. Würde ich sagen, gucke ich gleich mal mit meinen Skillpunkten. Vielleicht würde ich dann ein bisschen hier 6 Skillpunkte, vielleicht ein bisschen Mining betreiben, so dass wir dann die Schmiede befüllen können, bauen können. So, ich bin da. 22 Uhr. Perfekt. Yay. Und dann würde ich mich verabschieden. Ne? Antares? Jo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und von daher auf
Video sehen. Video sehen. Fast. Jo. Tschüss. Tschüss.